zu OER gehört ja das Weiterverwenden und das Remixen von Inhalten. Und das ist ja ganz eng verbunden mit dem Thema Copy and Paste, also Kopieren und Einfügen. Und das ist für mich immer ganz spannend, weil ich weiß, dass H5P das an ganz vielen Stellen kann, aber irgendwie wissen das viele nicht, dass man sich sein Leben beim Remixen eben deutlich einfacher machen kann. Und deshalb zeige ich es euch einfach mal, also an wie vielen Stellen man das bei H5P machen kann. Gucken wir uns mal an. Also, das ist schon die erste Stelle, wo man gleich was kopieren kann. Das ist halt ein Inhaltstyp, True und False. Und hier gibt es schon diesen Reuse-Knopf. Reuse und Remix ist nicht genau das gleiche, aber nah genug beieinander. Und wenn ich da draufklicke und eingeloggt bin in einem H5P-System und das nicht verboten ist, dann kann ich mir diesen Inhalt rauskopieren. Und jetzt ist der in der Zwischenablage vom Browser. Und jetzt gehe ich einfach in irgendeinen anderen Inhaltstyp, wo man potenziell auch mit True False was anfangen kann. Oder machen wir es nochmal anders. Fangen wir weiter vorne an. Ich will den jetzt einfach auch neu erstellen. Also ich will den jetzt nochmal haben. Ich wollte jetzt einen Klon davon haben. Ich könnte jetzt einfach Inhalt dazufügen und hier oben auf diesen Paste-Knopf drücken. So. Und jetzt hätte ich schon meine War-Falsch-Aufgabe. Also die ist jetzt hier eingefügt. Ich kann die speichern und habe eine neue War-Falsch-Aufgabe. So habe ich mir ganz schnell eine Kopie erstellt. Das ist das Erste. Machen wir jetzt nicht. Zweitens. Jetzt nehmen wir einfach mal diese Fragensammlung hier. Die können wir uns kurz angucken. Also da ist die auch schon drin. Nur damit ich nicht irgendwie des Teufelswerks angeprangert werde. Also da ist ein Lückentext, da ist eine Drag-and-Drop-Aufgabe und da ist die schon drin. Aber wir fügen jetzt einfach nochmal ein. Also wir gehen jetzt hier in den Bearbeiten-Modus. Jetzt haben wir hier die Fragensammlung und wir haben jetzt hier unsere drei Felder und wir fügen jetzt nochmal eine Frage dazu. Die ist jetzt leer und die könnte ich jetzt neu anlegen. Ich könnte aber einfach hier auf Paste klicken und habe auch die War-Falsch-Aufgabe drin. Jetzt habe ich hier zweimal. Also speichern wir das. Fragensammlung. So, zack. Erstens, zweitens, True-False und nochmal True-False. Ganz wunderbar. Jetzt habt ihr vielleicht gesehen, neben diesem Paste-Knopf war auch ein Copy-Knopf. Vielleicht habt ihr es nicht gesehen, sonst gehen wir einfach nochmal rein. Bearbeiten wir die nochmal. Hier, es gab diesen Paste-Knopf. Also ich könnte das jetzt hier auch ersetzen natürlich. Es gibt auch da noch diesen Copy-Knopf. Und das ist jetzt, nehmen wir mal das hier, den Lückentext. Wir kopieren uns den Lückentext raus. Jetzt haben wir den im Zwischenspeicher. Und jetzt wollen wir den vielleicht irgendwo anders einfügen. Sagen wir eine Kurspräsentation vielleicht. Also gehen wir doch nochmal zu meinen Inhalten zurück. So, und haben wir eine Kurspräsentation? Ja, wir haben eine Kurspräsentation. Ist eine Kurspräsentation, jetzt muss ich kurz gucken. Auch da ist der Lückentext schon drin, aber wir machen es einfach nochmal. War falsch, wäre auch schon drin gewesen. Dann bearbeiten wir den doch mal. So, und jetzt gehe ich hier rein und wir fügen einfach nochmal, wir gehen hier hinten hin und wir fügen noch neue Folie dazu. Und da wollen wir jetzt den Lückentext rein haben und ihr seht, hier oben gibt es auch ein Paste-Symbol. Also ich könnte übrigens auch STRG V drücken, kennt man auch, aber ich klicke jetzt mal hier drauf. Zack, und dann haben wir hier den Lückentext. Das geht also ganz wunderbar. Was ich auch machen könnte, den kann ich mehrfach einfügen. Oder, damit hier sie auch seht, jetzt haben wir wieder die True-False-Aufgabe. Jetzt wähle ich die kurz an. Und jetzt könnte ich auch STRG C drücken. Oder ich könnte auch hier einfach auf den Copy-Knopf drücken. Den gibt es auch. Jetzt habe ich das wieder im Zwischenspeicher. Und jetzt könnte ich die hier rübernehmen und sagen, mal, das schieben wir ein bisschen zur Seite. So. Und jetzt mache ich mal STRG V. Zack. Und jetzt haben wir hier auch noch, übrigens an der gleichen Position auch, wie sie vorher war, die war falsch Aufgabe. Und so kann man mir wirklich alles, was es hier drin gibt, ich könnte jetzt auch ein Textfeld noch einbauen, ich kann mir das Textfeld auch nehmen, kopieren und das geht halt mit STRG C, STRG V. Also wie man das kennt. Also Copy and Paste an ganz vielen Stellen. Es ist ganz fantastisch bei H5P. Super zum Remixen.